10 von 10 durch. Gell? Was sagst du? Ich habe 2 oder 3 10 von 10. Ich lade 2 durch am Anfang, bevor du den Kontakt machst. Frank, immer aufpassen wegen dem Mikrofon. Ja, du, entschuldige, jetzt muss ich erst aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Ja, einfach. Achtung, wir gehen mal. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das müssen Sie mal sehen. Das nennt man im Schweizer Fernsehen eine Showtreppe. Dann sehen Sie mal, unter was für Bedingungen dass ich arbeiten muss. Immer noch das lausige, schlampige Dekor. Nichts. Ein paar Kabel haben sie. Nichts. Einfach, ich will doch auch mal etwas Anständiges haben. Schauen Sie, ich habe doch hier jetzt wieder sehen. Unser Kollege, unser Ex-Chef, muss ich sagen, der Herr Oggi. Der hat ja sein Büro. Sie sehen ihn da deutlich auf dem Bild. Gehen wir ein bisschen näher ran, damit man sieht. Er schaut nämlich nicht fröhlich rein. Warum nicht? Weil er sein Büro in Granit gebaut hat. Einbauschränke, Tisch, Vorhänge, Tutti, Gewände in Granit. Und jetzt kommt der Moritz Leuenberg und der Moritz sagt, nein, tote Hose muss alles raus. Der Umbau kostet uns 170'000 Franken, rund, das haben Sie gesehen. Und da muss man sich natürlich schon fragen, für 170'000 Franken, da kommt man schon fast ein halbes 10 von 10 Studio über. Ein halbes. Der Herr Mäder hat das Thema 10 von 10, stimmt das, Herr Mäder? Sie regen sich auch ein bisschen auf über das Studio. Herr Mäder? Jetzt haben Sie die Chance, um sich aufzuregen. Hallo? Oh, Herr Mäder! Heute. Hallo? Ja, jetzt ist gut. Also. Ah, bin ich jetzt drauf? Ja, natürlich. Sie sehen sich doch. Ja, jetzt bin ich drauf. Okay. Eben. Also eben wegen dem Dekor. Jawohl. Das neue Dekor, das ist so eine furchtbare Scheisse irgendwie. Hätten Sie es lieber in Granit gehabt? Nein, aber zum Beispiel euer Dekor wäre nicht schlecht. Das ist einfach ehrlich. Es ist bescheiden, aber ehrlich. Natürlich, ich hätte auch lieber einen Showsteg. Ich habe gesagt, ich will einen Showsteg. Was komme ich über eine Hühnerleiter? Oder? Das ist natürlich für die Füchse. Aber ja, ich weiss nicht, ob das etwas bringt. Der Herr Krütli, der hat auch den Wunsch nach einem neuen Deko. Stimmt das? Oder was ist Ihr Problem beim 10 von 10? Hallo, hier ist Wenzel. Jawohl. Los, ich habe eins. Nein, 10 von 10 ist mir gleich. Aber was ich meine, es sollte unbedingt mehr Wäschmittelreklame kommen. Wäschmittelreklame? Ja, die ist so schön. Gäng so schön. Und das ist so richtig nostalgisch, da kann man... seit 100 Jahren ist es das Gleiche. Gegen die gleich schöne Frauen. Das ist doch einfach so geil. Das ist also ein bisschen pervers, hä? Nein. Mit der Wäschmittelfrau. Du tust dir gescheiter eine schöne Frau heine. Das habe ich schon, ja. Ja, eben. Und was sagt denn ihr dazu, zu deinen eigenen Wäschmittelreklamen zu schauen? Das ist ja höchst seltsam. Frau Koch! Ja, Frau, da bin ich. Der Hans Jucker geht Ihnen auf den Keks. Ja, und wie noch? Warum? Warum? Ja. Weil er einfach zu viel schwätzt. Ja, das ist dem sein Job. Das ist ein Sportreporter. Ah ja, Sportreport, wir sollen mal Skifahren lassen und mal mit den Schweizer ein bisschen heben, nicht immer mit den Ausländern. Ja, ist natürlich mit seinen roten Haaren ist er eher auf der Minderheitenseite. Das verstehe ich natürlich schon. Das habe ich schon auch gedacht. Ja, Velorennen tut er auch noch gut kommentieren, haben Sie schon gesehen? Gibt er Lust? Nein, nicht, aber gehört. Ja, gibt ein lustiges Spiel. Sie können versuchen, vorauszuraten, was er dann kommentieren wird. Das ist nicht so schwer. Sie werden das Spiel immer gewinnen für sich. Das ist ein guter Tipp. Sie und tun sich ein Halsband zu. Ich habe das Gefühl, Sie sind ein bisschen heiser. Ja, ich bin krank. Ja, das stimmt. Da haben Sie recht. Sehen Sie, ich wünsche Ihnen ganz gute Besserung. Die sind auch. Wiederschauen. Servus, tschüss. Der Herr Ganter haben wir. Der Herr, ja, guten Abend. Der Herr Hüppi ärgert Sie. Ja, aber gerade was die Frau vorher gesagt hat über den Jucker. Den Jucker finde ich einen sehr guten Reporter, einer der besten im Schweizer Fernsehen. Eben, da sind Sie Radsportfan. Ja, also selbst auf alle Fälle, ja. Was ich eine Katastrophe finde, ist der Hüppi. Mhm. Ich habe mich so gefreut auf die WM und dann ist der Hüppi wieder am Fernsehen. Mhm. Und zwar, der reportiert nur, was man sieht. Das heisst, er plappert jede Zwischenzeit. Plappert danach. Wissen Sie, er macht von mir aus gesehen Fernsehen für die Blinden. Ja, es ist so eine Mischung aus Radio und Fernsehen. Ja, also er kommt überhaupt nicht raus. Aber ist er für ein Netto und das Maskottchen ja, ist herzig? Ja, er mag ein Netto sein, aber ich schalte immer auf Konkurrenz auf. Auf Österreicher. Oder zum Beispiel auch beim Fußball.
wenn ihr einen Fußballmatch repartiert, dann dort ihr 20 Namen nacheinander nennen, dann heisst es Schappisa, Meier, Huber und so weiter. Mhm. Und nicht, um was das geht. Ja, wissen Sie, ich kann Ihnen eins sagen, was Sie wahrscheinlich am meisten aufregen wird, ist, dass er die Namen nicht nur sagt, sondern dass er dann auch noch Recht hat, dass er dann sagt, der Schappisa gibt einen Pass und dann macht er das auch noch tatsächlich. Das ist das, das regt mich immer auf. Jetzt haben wir einen kleinen Test vorbereitet. Ich muss Ihnen sagen, es sind ja also ganz, ganz unanständige Briefe gekommen von Leuten, die gesagt haben, unser Sepp habe Beisshemmungen. Das sei gar kein so ein Wildsau, wie ich ihn dargestellt habe, sondern ein heige Beisshemmungen. Und ich meinte, man könnte vielleicht einmal den Kampfhund dann einführen. Wir haben jetzt da zum ersten Mal in der Geschichte des Schweizer Fernsehens um diese Tageszeit ein Experiment. Wir haben den Kampfhund und den Sepp. Jetzt müssen Sie mal schauen, was passiert. Die Aggression, die der Sepp in sich hinein hat. Passen Sie gut auf, was mit dem Hund passiert. Der Hund schnüffelt, er nimmt Mass und jetzt, sehen Sie, er sieht ein. Er hat keine Chance. Ich glaube, das ist der Beweis. Und er verneint noch. Er tut nicht nur verweigern, er verneint noch. Fass! 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 Sehen Sie? Also, ich glaube, das langt. Und ich glaube, wir haben das jetzt an diesem Beispiel können demonstrieren, welche Aggression in diesem Tier drin ist. Und ich möchte Sie bitten, schicken Sie uns nicht mehr sämige Briefe, wo Sie unseren Sepp schlecht machen. Gell? Gut, also, Sepp kommt weg. Als nächstes ist der Herr Hug am Telefon. Herr Hug? Ja. Sie haben auch ein Problem wegen technischen Sachen, gell? Ja, aber jetzt habe ich noch etwas anderes gehabt. Da. Ja. Wegen deinem Stofftier da. Oh. Das ist gut. Aha. Ja, das ist besser als der Leute da, was sie mitgenommen haben in Sierra Nevada. Ja. Ja, eben, aber der Loi, ich meine, den kann man nachher noch essen, oder? Das muss man auch so sehen. Und unser Sepp, den kann man nicht essen. Da hat es ja dann nur noch die Räte drin. Ah, den ist er gegessen? Ich denke schon. Ich denke schon. Ja, wenn es schlecht abschneidet von Käse allein, kann man sich ja auch nicht ernähren. Muss er mal ein zünftiges Stückchen Fleisch nehmen. Die machen am Schluss Fondue Chinoise. Mit dem Loi. Also zum technischen Teil. Ja, aber die Techniker haben ein bisschen Probleme dort. Weil die dann gerne die falschen Namen einblenden. Unfähig. Was für Namen denn? Ja, einfach der falsche Name. Vorhin auch haben sie etwas gebraucht von Architekten und dann haben sie sie verwechselt. In jeder Versendung vom 10 von 10 haben sie so eine Panne. Ja. Minimum eine. Ja. Ja, ja. Also ich würde jetzt gerne ein bisschen jetzt noch irgendetwas Böses sagen, aber ich weiß gar nicht, was ich soll sagen. Ich meine, ich habe mich noch nie mit dem Thema befasst. Ja, ist das als Wettbewerb, oder als Quiz vielleicht? Einfach als Quiz-Sendung, weil der Humor hat ja dort nicht mehr Platz. Vielleicht gehen Sie zu Quiz über. Wer weiß? Also ich habe leider auch keine Lösung zu dem Thema. Da haben wir Frau Köhli und die wollte wissen, warum der Weihnachtsgottesdienst aus Deutschland und nicht aus der Schweiz kommt. Ist das richtig? Ja, also nicht ganz. Ich habe mich einfach genervt, dass das Ganze auf dass die Schweiz nicht etwas Eigenes kann, wie auch am Silvester. Ich meine, Silvesterstadel ist schon gut und recht, aber nicht. Aber wieso ist Schweizer Fernsehen nicht fähig, etwas Eigenes zu nehmen? Gehören Sie etwa zufälligerweise zu denen, die den Silvester, den Weihnachtsgottesdienst, mit dem Komödienstadel vergleichen? Nein, aber... Würde ich jetzt also sehr schwierig finden, ich persönlich. Muss ich Ihnen also sagen? Nein, selbstverständlich würde ich das also nicht Mühe vergleichen. Aber wieso kann Schweizer Fernsehen nicht etwas aus der Schweiz bringen? Einfach generell. Es ist nicht mit dem Gottesdienst oder Staaten zu tun, sondern einfach generell ist man an diesen so Tagen wie Weihnachten und Silvester kann doch die Schweiz etwas Eigenes bringen. Also mich denkt es manchmal, sie bringen viel zu viel Eigenes über Weihnachten. Da wäre ich froh, wenn sie mal einen heissen Spielfilm brächten oder so. Aber vielleicht hängt es mit der EEG zusammen. Vielleicht ist das eine rein politische Sache. Wer weiß. Ja, oder? Man will sich vielleicht, mit dieser Sendeform und dieser Haltung politisch anbieten. Vielleicht. Ich weiß es nicht, es tut mir schrecklich leid. Aber eins möchte ich gleich mal sagen. Ja. Also ich finde sie irrsinnig super, wie sie die ganze Sendung moderieren, alles zusammen. Ah. Also jetzt machen wir Risiko und der Herr Steffen ist dran. Herr Steffen? Ja? Ja, ich finde das Risiko ist einfach ein bisschen scheiße. Also mit dem kannst du ein paar alte Omas und so hinter dem Ofen vorlocken. Ich meine, schon zum Einschlafen. Aber ein Opa auch noch, der Steffen, der schaut das ja auch immer. Ja, Herr Ruff, ich habe das letzte Mal 5 Minuten wieder reingeschaut und bin fast eingeschlafen dabei. Wieso denn? Ja, die Moderatorin, du.
Nein, kann sie... ich nicht ein bisschen schneller reden? Nein, die redet eben langsam wegen den alten Leuten. Ja? Damit die das auch gut verstehen. Aha. Darf ich an dieser Stelle eine Bemerkung machen? Nicht was? Wegen den alten Leuten. Ich habe da eine wunderbare Karte bekommen. Und zwar kommt die vom Herrn Forster. Und der Herr Forster schreibt mir Folgendes. Als sie neulich mit einer Kartonnase auftraten, musste sich meine Frau halbtot lachen. Jetzt muss man natürlich wissen, dass der Herr Forster auf der anderen Seite noch schreibt. Seit sie auftreten, schaue ich am Mittwochabend nicht mehr die 6 Sendungen im RTL an. Ha, 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 Scherz. Also im Ernst. Machen Sie weiter so. Und jetzt kommt eben der Beste. Freundliche Grüße, U. Forster, 102 Jahre alt. Herr Forster, wenn Sie wirklich 102 Jahre alt sind, dann sind Sie unser ältester Fan. Und das würde mir uns etwas kosten lassen. Tun Sie uns doch bitte vielleicht ein Foto von sich schicken. Wir müssen nicht gerade den Pass schicken. Einfach ein Foto, das wir so ungefähr vergleichen können. Wir würden den Fernsehdirektor nebendran heben, den Schellenberg. Und dann würde man schauen, wer älter aussieht. Und wer den besseren Coiffeur hat. Und wenn Sie es wären, dann würden wir uns dazu hier einreißen lassen, Ihnen einen Preis zu geben. Vielleicht Regie, was wollen wir? Eine grosse Flasche Champagner? Was meinst du, Urs? Können wir uns das leisten? Ist das im Budget drin? Ja, wir schauen, nicht allzu teure, aber nicht allzu teure, sagt er. Herr Forster, das machen wir, wenn Sie wirklich der echte Forster sind und nicht irgendwie einer, der auf alt macht, dann sind Sie unser ältester Zuschauer. Und wenn es noch einen älteren hat, dann würden wir auch dem eine Flasche Champagner zukommen, und zwar eine grosse. Jetzt müssen wir mal schauen, was da alles da ist. Ach Gott. Au, oh, das ist interessant. Man müsste einen musikalischen Dusch haben in dieser Sendung. Nach jedem Anrufer schreibt der Peter. Und da könnte man zum Beispiel den Hasi Osterwald nehmen, wo dann würde ich da in einer kleinen Kapelle stehen. Und der würde dann musikalisch das Ganze untermalen. Finde ich eine sehr gute Idee, da wäre ich also auch sehr dafür. Wenn wir gerade bei der Musik sind, den behalten wir auf. Das ist Ihnen der gegeben. Wenn wir gerade bei der Musik sind, das ist ja jetzt die Geschichte, die uns alle ein bisschen bewegt, nicht? Das ist der Hut vom Oberschniffenegger. Ich werde es nicht glauben, aber es ist ihn tatsächlich. Es steht drin. Zuerst das Ding rausnehmen da. Ich zeige es Ihnen nachher, was drin steht. Da hat es eine CD drin. Und zwar nicht irgendeine CD, irgendeine, sondern es ist eine CD-ROM. Und Sie wissen, was das heutzutage bedeutet, CD-ROM. Geheimste Daten auf Kleinformat. Gebrannt. Das ist der Hut vom Oberschniffenegger. Sie werden sich fragen, kannst du das vielleicht zeigen, dass es wirklich der richtige Hut ist? Wie machen wir das mit dem Licht? So. FN. Friedrich Niffenegger. Sie werden sich fragen, warum ich das wissen. Also erstens, Oberst ist klar, wissen Sie, das sind nicht die drei Streifen, das hat nichts mit dem Sponsor zu tun. Das ist also nicht Adidas, das ist Oberst, für die, die das nicht wissen. Und jeder Streifen steht für eine CD. Also ich kann Ihnen das zeigen, wir haben hier die CD dabei. Da hätten wir also das erste Mal die erste CD. Man hat sie in der Rundschau, hat man sie ja können sehen, das Ganze. Und in der Rundschau Ist immer alles abgedeckt gewesen, was wirklich vertraulich gewesen wäre. Aber es hat auch Musik. Und die Musik werden wir vorspielen. Voilà. Das ist also, auf der ersten CD sind Märsche. Gehen wir mal auf die Seite. Jetzt kommt die zweite CD. Mal schauen, es hat eben... So, 3 CDs. Es ist technisch ein bisschen auf der schwierigeren Seite. Also es ist das mit der Musik, oder? Das sind 2 Musik-CDs, also wo die geheimen Daten werden untermalt mit Musik. Und jetzt CD Nummer 2. Jetzt kommen wir zu der CD 3. Und da fragen sich alle, woher kommt die CD 3? Es hat eine vertrauliche und eine geheime. Jetzt kommt aber noch die dritte CD. Und das ist die, wo der Niffi im Eigendruck hergestellt hat. Das ist eine Eigenbrennung. Und auf dieser Eigenbrennung ist drauf. Musik.
Das ist der Gefangenenchor von Nabucco. Und der ist jetzt natürlich bei ihm im Moment hoch aktuell. Versteh das. Wenn man sich schon spart in der Zeit, dann hast du in der Not. Können wir ein bisschen laufen lassen. Jetzt haben wir am Telefon den Herrn Brunner. Ist das richtig, Herr Brunner? Ja, das ist richtig, Herr Baumann. Wegen Gute Nachtgeschichtli. Richtig, ja. Jawohl. Zum Teil laufen da Sendungen beim Gute Nachtgeschichtli, wo die Kinder schier Angst bekommen. Zum Beispiel bei den Kobolden. Sie, da hat letzte Woche schon jemand angerufen, oder in der letzten Sendung schon jemand angerufen, hat genau das thematisiert, bei den Kobolden. Ja, richtig, ich will das noch unterstreichen. Das ist absolut richtig. Weil Schweizer Fernsehen genug aber auch gute Sachen, eben Binku oder da der Lars. Ja, der Lars ist sehr gut. Schauen wir immer. Ich würde das ein bisschen mehr bringen und die Kobolde zur Sendung auskippen. Ja. Mich nimmt mal Wunder, welche Kobolde die Kobolden eingekauft hat. Das nimmt mich auch Wunder, wie viel das sie zahlt haben dafür. Wahrscheinlich hat er kein Kind wie mir. Vermutlich. Das ist sehr interessant. Und dann, was auch noch wichtig wäre, dass es mehr Kindersendungen gibt, so zwischen Abend um 5 Uhr und um 6 Uhr. Ich sage Ihnen schon lange, die sollten die Sendung mit der Maus oder so etwas einkaufen. Aber da schlafen sie da im Leutschenbach draussen. Sehr gut. Cool. Früher hat es noch ein Spielhaus gegeben. Ja, richtig. Mit dem Vreni. Und heute gibt es Hauruck. Da sehen wir mal. Hauruck, ein Kind, das auf einem Sofa rumfliegt im Studio. Irgendeine Sonnensendung. Ja, aber es ist Hauruck, aber das ist die erfolgreichste Jugendsendung im Schweizer Fernsehen, sagt man. Für die Jugend, ja, ist ja das gut. Aber eben für die Kleineren sollte man vielleicht auch ein bisschen daran denken. Ja, stimmt schon. Also, Sie haben recht. Sie haben recht. Ich reg mich jedes Mal auf. Man muss wie ein Heftchen machen, hinter den Kindern hocken, dass sie nachher nicht umschalten. Auf RTL oder so und irgendeinen anderen Sender und Baywatch schauen. Da mit den Mädels. Ja, nun, also, da haben wir den Herrn Weckerli. Und der Herr Weckerli hat was für ein Problem? Da ist die Frau Weckerli. Hat er Angst bekommen? Nein, das ist die Frau Weckerli. Sind Sie es immer schon gewesen? Hallo? Ja, ich höre Sie. Hören aber Sie sind immer schon dran gewesen? Jawohl. Gut. Also mein Problem ist eigentlich das ganze Schweizer Fernsehen. Das ist eine riesige Katastrophe von A bis Z. Und es ist so etwas von Langweiliges. Und ich kann nur noch Ihnen ein Kompliment machen. Auch Ihnen. Zum Glück gibt es Ventil, sonst könnte man nämlich den ganzen Sender ganz abschalten. Sie wollen doch nur einen Kuss erheischen. Nein, gar nicht. Aber das muss einfach gesagt sein. Es ist so völlig stieren, sonst wirklich. Es sollte viel mehr Spiele geben und Unterhaltungen. Kann ich noch eins von den aktuelleren Spielen zeigen? Das ist das. Also, es gibt ja das eine, das Aufnudeln. Und jetzt gibt es ein neues Spiel. Das ist Abnudeln. Das kommt jetzt also schaurig auf, das Abnudeln. Und Sie werden lachen. Man hat sich ja lange überlegt, wie man das machen da mit diesen Hüten. Wie man Angst bekommen hat beim Abnudeln, hat man gesagt, oder, die sehen ja dann aus wie ein normaler Pöstler. So. Kompanieron, oder? Geht ja nicht. Dann hat man einen neuen Hut geschaffen und das ist eben der. Und der Vorteil an diesem Hut ist eben der, dass wenn man ihn nicht mehr braucht, dann muss man nicht irgendwelche... Sehen Sie, das ist der da von dem... Das ist der Originalhut. Wenn man ihn nicht mehr braucht, muss man nicht Nudeln abnehmen, sondern man kann einfach den ganzen Hut, so, ich zeige Ihnen das mal, den ganzen Hut en bloc wegschmeißen. Das ist, man denkt dort eben schon. Aber Sie haben schon recht, das mit dem Spiel ist ein Problem. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und wir haben den Herr Robby und Gary. Stimmt das? Wie? Herren Robby und Gary? Ja, ich bin nur der Robby, der Gary ist momentan nicht gerade da. Jetzt kommt der Gary, der Herr Gary kommt jetzt auch. Moment. Eben, wir läuten da wegen den... Dürfen die so spät überhaupt noch auf sein? Wir, ja. Weil wir sind Take That Fans und wir sind Oh, hör du! Es ist eine absolute Katastrophe. Hey. Also bei den Take That Fans hat ein Kollege von mir das genau erklärt, wie man das machen muss. Jetzt, wo die auseinandergehen. Schneiden müsst ihr also der Länge nach. Der Länge nach schneiden, nicht der Quere nach. Der Länge nach. Für all die jetzt wollen, wegen Take That. Nicht der Quere nach, das bringt nichts. Herr Felchlin. Jawohl, guten Abend. Also wir haben jetzt gerade wieder mal gesehen, das Fernsehen, Schweizer Fernsehen, kupfert ja alles ab. Also, wie haben Sie eigentlich meinen Zaubertrick voran gefunden? Relativ banal, wir könnten besser machen, ich könnte das mal zeigen. Aber ich habe jetzt einfach so spontan mit einem feuchten Nasentuchchen noch gemacht. Gut, das ist eine andere Geschichte. Ist nicht schlecht, nein. Herr Felchlin. Also eben Schweizer Fernsehen, kupfert ja alles ab. Zum Beispiel ein Schmidt-Verschnitt, einen Baumann ins Fernsehen bringen, ist ein Verschnitt.
machbar. Was mich aber viel mehr stört, ist, dass das Fernsehen nicht lernen kann, was wichtig ist. Zum Beispiel die Unterbrechungswerbung ist zu kurz. Wir haben keine Zeit, um auf die Toilette zu gehen. Wir haben keine Zeit, um etwas zu trinken. Herr Welchlin, Sie kommen ja mit Witz, den ich schon erzählt habe. Sie sind ja ein Lahmsüter, Sie sind ja ein Taschenzauberer. Also, da haben wir den Herr Hagenbuch. Ja. Herr Hagenbuch. Ja, ich wollte wegen dem Tatort etwas sagen. Ja. Also ich finde, es ist doch blöd, wenn drei Sender am gleichen oben den gleichen Quatsch bringen. Ist billiger eben, wissen Sie, ist billiger, ist geteilt durch drei. Ja, was bringt das? Ja, es senkt Kosten. Ja, es ist doch und ein grösser Quatsch, was bringen. In dieser Zeit könnte es doch viel bessere Filme bringen. Je mehr man die Kosten senkt, umso mehr können wir uns dann allenfalls mal ein Deko lassen. Oh, ja, das kannst du mal schnell auf den Kampfhund gehen? Ganz schnell, schau mal, was mit dem Kampfhund los ist. Ich meine, das Ding... Ah, hast du jetzt gesehen? Haben Sie es gesehen? Studio wie der Hund. Wie der Hund in Sekundenbruchteil wach ist, wenn man ihn braucht. Ja, eben. Wegen Ihrem Studio, die könnte man auch etwas anderes machen. Ja, also wenn man das Studio schon besser machen, schicken Sie doch Möbel. Ich meine, das kann jeder, der unser Studio verbessern will, schickt doch die Möbel. Schickt Bilder, schickt die Vorhänge, schickt was wenn man stellt alles auf. Und dann gibt es einmal ein anständiges Studio, oder? Ja, gut. Aber ich meine, es ist doch blöd, dass der Schweizer Fernseher soll eigentlich mal grundsätzlich bessere Filme bringen. Was sie jetzt bringen, ist eigentlich alles der grösste Quatsch bis auf Ventil. Ja. Ja, das ist ein Thema, wo Römerfilm. Sag nur nicht Römerfilm, das ist der graue Scheissquatsch. In der nächsten Sendung Megahertz. In der nächsten Sendung Megahertz. Ich habe da wichtige Ja, Megahertz ist doch auch Scheissdreck. Ja, das stimmt. Aber jetzt. In der nächsten Sendung Megahertz gibt es eine Spezialausgabe mit Römerfilm. Oh nein. Das stimmt. Römerfilm, nein. Besseres Zeug bringen soll Schweizer Fernsehen. Ja, wir fangen jetzt langsam an, wir tun die Filmgeschichte aufrollen von hinten. 100 Jahre Römerfilm und nachher kommt dann nachher ja, 100 Jahre... Ja, Schweizer Fernsehen bringt alles noch so einen billigen Scheissfilm. Nein. Der kommt nein in der Half Weeks. Ich meine, im Jahr kommt wenigstens ein guter Film. Welchen? Ja, da weiss ich. Müsst ihr jetzt im Programmheft nachschauen. In diesem Jahr ist noch nichts Gutes gekommen. Herr Büsser, EHC Olten-Fan sind Sie? Nein, das nicht. Ich bin der Wurst-Fan, muss ich gerade sagen. Aber ich finde einfach, eben, Schweizer Fernsehen ist auch viel dabei mit so Spendenaktionen, vor allem eben viel im Ausland draussen. Und ich finde jetzt einfach, wieso kann man nicht das, was in der Schweiz drin ist, etwas für so Alter spenden. Es ist ja nicht so viel, es sind 500'000, die man zusammenbringen soll. Und ja, Schweizer Fernsehen können sich sicher so einen Namen machen. Alter? Ja. Ja. Kann das einfach mal im Raum stehen. Das ist eine von den vielen ungeklärten Fragen, wie zum Beispiel diese Frage. Wir haben hier ja unseren berühmten Skandalobst. Und da steht zunderst eine sehr interessante Frage. Ich wette, dass wir die im Chor lesen. Die Rolle seiner Frau. Wunderbar. Und jetzt haben wir uns gefragt, wie sieht denn die Rolle seiner Frau aus? Und wir haben sie, vielleicht können wir noch mal den Dusch jetzt an der Stelle, wo er hergehört, bringen, für die Rolle seiner Frau. Bitte schön! Ich glaube, das ist ein Applaus wert. Eine der letzten grossen Fragen der jüngeren Schweizer Geschichte ist damit geklärt, die Rolle seiner Frau, das war sie. Der Herr... ich kann den Namen nicht lesen. Mund... Jawohl. Mund. Einfach ganz gewöhnlich Mund. Aber der ist bei mir ist er mit DT geschrieben gewesen. Ja, das ist immer noch. Das ist schon gültig. Mund... Ja. Herr Baumann, Sie sind nicht einmal so schlecht, wie man immer sagt. Die ganze Sendung, man muss sich ein bisschen denken zum Lachen, das ist noch gut. Aber ich will, dass Sie mal eine rechte Grimasse machen, wegen 10 vor 10, mit dem neuen Dekor, alles tiptop, ausser die Musik, die es bringt, wenn es Nachrichten bringt. Das regt mich grausam auf. Machen Sie mal eine Grimasse. Und noch eine schnelle Frage, bevor Sie die Grimasse machen. Wer ist der Typ dahin? Ist das Ihr Bodyguard? Kann er auch Grimasse machen? Ja, das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Das ist unser Bodyguard. Aber ich wäre jetzt an Ihrer Stelle ein bisschen vorsichtig. Ja gut, aber nein, wenn er schon so schaut, dann ist das gut, auf dieser Distanz wäre ich als auch mutig. Aber ich kann es Ihnen sagen, aus der Nähe heraus wird man eher ein bisschen klein. Er hat ein Stockmass von 2,5 m. Ja, das finde ich aber gut. Und er macht einen Swipmawaschi und einen Maigeri in einer Bewegung. Ja, das ist gut. Stimmt das ungefähr?
Gut. Stimmt ungefähr. Ja, aber können Sie sich einmal vorstellen. Ja, das würden wir uns für eine spätere Sendung aufbauen. Das hätte eigentlich eine Überraschung sein. Ich habe gemeint, man sehe ihn nicht. Herr Martin! Ja, das bin ich. Hallo! Jawohl! Muss ich Sie sagen oder darf ich Sie sagen? Es kommt darauf an, ob du Herr Martin heisst. Ich heiße Martin zum Vornamen, habe ich dem netten Fräulein vorher gesagt. Nein, jetzt habe ich zum vierten Mal, jetzt bin ich endlich durchgekommen. Yes, sir, Martin. Also, ich musste präzisieren, dass ich etwas zum Sport sage, obwohl ich eigentlich noch viel mehr wollte sagen. Mach es kurz, es hat ganz viele Leute, die wollen alle. Jetzt also sehe ich die Studiouhr nicht. Wie lange haben wir noch? 5 Minuten? Der Sport ist voll lausig, extrem lausig, vor allem der Fußball. Deine Sendung ist super, du solltest aber ein bisschen mehr draufgehen, so wie in der ersten Sendung. Dort hast du voll dich gebracht. Ja, bitte, jetzt haben wir einen Kampf und wir haben alle möglichen Leute. Wir tun langsam wieder steigern. Weißt du, was ich für ein Leben kann? Soll ich dir mal etwas zeigen, was ich geschickt bekomme? Ich wollte es eigentlich nicht zeigen. Aber es ist jetzt schon fast nicht mehr lustig. Habe ich doch ein Päckchen geschickt bekommen per Post. Und in diesem Päckchen hat es eine Pistolenkugel gehabt. Nein. Es ist nicht von einem Römer, es ist von einem sonstigen Amok. Aber man lebt natürlich ein bisschen. Ja, das Leben verändert sich, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Ich bin eigentlich ganz froh, wenn wir ein bisschen bremsen können. Ehrlich gesagt, Martin. Also, Fußball. Ja, Fußball ist extrem lausig. Zum Beispiel jetzt mal es hat ja viele Tiefen in dieser Sportaktion. Ich weiß nicht mehr genau, welche von diesen 7 oder 10, dass es etwas ist. Aber das gehören die aber nicht gern, Martin. Das gehören die nicht gern. Das gehören die nicht gern? Nein, das gehören die nicht gern, dass du die Pfeife sagst. Das müssen sie einfach mal in Kauf nehmen. Die können nicht in einer Matchübertragung am gleichen Spiel mit der Nummer 10 3 verschiedene Namen geben. Einmal war es Majic, einmal war es Niarka, einmal war es Jack Caroni. Das ist jetzt einfach voll aus. Welchen war es? Das Majic. Bist du sicher? Hundertprozentig. Bist du der? Nein, da bin ich dich. Nein. Das hätte ja können sein, weißt du? Gut, ja, also ich glaube, die haben das gehört. Und weißt du, es ist dann sehr peinlich, wenn in dieser Sendung etwas Negatives gesagt wird. Noch nicht umschalten. Also gut, mach's kurz. Noch schnell eine Frage. Die Fax, die man von daheim schickt, die kommen nämlich nicht direkt zu dir, hä? Ja, ich komme da die Fax über. Du musst deine Kollegen sagen, im Nebenräumen, sie sollen dann auch rein tun. Meine Kollegen haben schon etwa 4-mal versucht, einen zu schicken, die kommen gar nicht durch. Ja, dein Kollege ist ja nicht der Einzige. Erstens und zweitens Leute, die von Basel an, da weiss man, dass die etwas langweiliger sind. Ja, in Zürcher, also. Blitz aus Basel. Servus! So, der Herr Krebiel. Ja. 6 Minuten. Ich hätte etwas zu sagen wegen dem Sport. Ja. Sie dürften doch beim S4, wenn das jetzt das auch einbeziehen könnte, statt Euronews, wo sie mich ab der 11 weg bringen. Jawohl. Sportarten bringen, die man vielleicht in der Schweiz nicht kennt. Fußball, Eishockey, Skifahren und so Dart. Weiter. Das kennt man, aber zum Beispiel Westling, da muss immer auf Eurosport über den Schalter oder auf deutsche Sportfernsehen. Könnte das Schweizer Fernsehen nicht. Wie schwer sind sie? Wie? Wie schwer sind sie? Ich? 68 Kilo. Ja, aber dann ist Wrestling für sie sicher die falsche Sportart. Nein, eben darum, das ist interessant, oder? Man sieht dann die Grossen und die Kleinen bin ich, ja. Aber es wäre also nicht nur ein Westling sein, es kann auch eine andere Sportart sein, die man hier nicht so kennt, oder? Ja, also, was kennen Sie denn nicht? Welche Sportarten würden Sie nicht kennen? Ja, zum Beispiel Röpke, oder das amerikanische American Football, Baseball und alles Zeug. Und Zeug, ja. Wo man nicht kennt. Also, ja. Wir nehmen das zur Kenntnis. Aber wissen Sie, ich glaube, die machen gar nicht so viel Anstrengung, weil S4 eh niemand schaut. Hey, ja, Sünde und Schade, wenn wir da wieder eine spezielle Sportsendung machen mit Röpke. So. Der Dani haben wir. Volksmusik, Wiesel Gier. Ja, ich möchte da mal etwas sagen. Das ist ein hure Scheiß, das hure volkstümliche Zeichen mit dem Wiesel, oder? Also der Wiesel ist ja schon lange pensioniert, du bist ja. Bist ja ein Langweiler, der ist doch schon lange pensioniert, hast die sensationelle Sendung mit dem Knut Felix nicht gesehen. Herr Ortlieb, der Skirennfahrer. Unglaublich, der Herr Ortlieb, der ist noch gestanden, regt sich über die drei Damen vom Grill auf und dann hängt er auf. Das ist der ja, man könnte vielleicht einen neuen nehmen oder kann mal. Da hätte ich noch eine nette Karte. Werter Herr Schellenberg, bitte schicken Sie diesen Ansager für den Thiel Mark Baumann zum Psychiater. Einfach unmöglich, dieser Tipp gehört nicht in diese Sendung. Ist noch mal das ist der Absender, oder? Und jetzt da auf der Rückseite wäre dann der Text. Dann könnt ihr in der Zwischenzeit schauen. Vielleicht finden wir noch jemanden am Telefon. Thomas, bist du dran? Wer ist der Nächste? Hallo? Thomas Bünte! Thomas! Ja? Hey, du bist aber nicht so alt. Nein, ich bin ja. Ja, aber wie alt bist du? 6,5. Leck mir alles. 6,5, du. Es ist 10 vor 11.
Was machst denn du da um diese Zeit? Ich liege da. Ja, das merke ich. Du musst nicht ins Bett. Nein. Ist die Mutter nicht daheim, hä? Mhm. Vater auch nicht? Also ich möchte gerne mehr James Bond sehen und mehr James Bond Werbung. Du machst mich.